Ey, zieh dir das rein. Ich kann das echt schwer rausstellen, weil das echt mega witzig ist. Ja. Wie kriegst du das Ding jetzt wieder da raus, gell? Herzlich willkommen bei Tom Tut. In dem Video nehme ich dich jetzt einfach mit auf die Reise, den Pool einzuwintern. Ich habe ein großes Video gemacht, wo ich genau auf einzelne Schritte eingehe. Aber wie ich das jetzt dieses Jahr im Frühjahr gemacht habe, nehme ich dich jetzt mit, den ganzen Pool einzuwintern. Ich wollte schon sagen, schnell einzuwintern, aber naja, schnell ist halt relativ. Es ist heute auch richtig kalt, es ist jetzt Ende September. Und tja, jetzt gehen wir eben dran, das Ganze aufzuräumen. Was wir uns jetzt holen müssen, ist natürlich Chemie. Das Erste, was wir machen, ist oben den Rand schön reinigen. Übrigens auf pulsana.de kannst du mit TomTut 10 Gutscheine noch ein bisschen was sparen. Check aber allgemein gerne mal unten den Link aus, tomtut.de/Gutscheine. Da schreibe ich alles rein, was ich so für dich und uns halt alle an Gutscheinen erreichen kann. Edelstahlreiniger brauchen wir für die Leiter nachher. Winterkonservierer. Da haben wir auch nochmal zwei verschiedene. Grundreiniger, den werde ich jetzt nicht benutzen. Wir haben einen Grundreiniger, der löst dann Kalk. Das werden wir dann im Frühjahr wieder machen. Das heißt, der bleibt hier. Und wir werden jetzt eben nur den Randreiniger nehmen. Ich habe doch Randreiniger gehabt. Okay, das ist ziemlich dumm gelaufen. Ziemlich schlecht vorbereitet. Ich habe keinen Randreiniger. Ich werde es ohne machen, weil ja, jetzt habe ich halt Pech und ich muss heute. Ich kann kein anderes Zeitfenster nutzen. Also los geht's. Diesen ganzen Aufriss mache mit der Tauchpumpe und den extra Schläuchen hier, das ist ganz einfach, weil ich keinen Bodenablauf habe. Ich kann dir nur dringend empfehlen, wenn du das Ganze planst und noch die Möglichkeit hast, hol dir einen Bodenablauf. Denn wenn ich jetzt gleich die Pumpe einschalte, dass die mir den Pool leer saugt, dann habe ich irgendwann natürlich oben im Skimmer kein Wasser mehr. Und was ich jetzt einfach mache, ich nehme die Tauchpumpe, die sorgt dafür mit einem Schlauch, dass da oben Wasser reinläuft und mit dem kleinen Stutzen, den ich eben eingebracht habe, sauge ich jetzt aus dem unteren Schlauch hier das Wasser aus sozusagen der Mitte vom Pool. Manchmal passiert es dann auch, dass es halt runterrutscht, ja, dann funktioniert es auch wieder nicht. Dann muss ich wieder zurück an die Tauchpumpe, die wesentlich langsamer läuft und das Ganze natürlich wesentlich länger braucht, bis es leer gelaufen ist. Und am Strich will ich nur sagen, guck, dass du irgendwie an den Bodenablauf kommst. Ich kann nur dafür sprechen. Ich will dir das noch mal kurz erklären, wieso ich das eigentlich hier gemacht habe.
Die Leitung hier, die hängt an der Tauchpumpe, die fördert jetzt die ganze Zeit Wasser. Die ist natürlich langsamer, aber ich brauche ja nicht die volle Energie, weil es mir um das hier geht. Ich habe hier so einen Aufsatz gebastelt, ne, wo das Wasser dann quasi hier reingesaugt wird. Und der ist halt nicht 100% dicht. Das ist eigentlich das einzige Thema. Und das bisschen Undichtigkeit, das gleicht mir quasi die Teichpumpe aus. Das ist, warum ich das so mache. Und so habe ich den Pool viel schneller entleert. Hallo. Gut. Ausgemacht. Jetzt gerade, ja. Beim Wintermittel, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, das ist Blödsinn, die anderen sagen, das ist unbedingt wichtig. Ich sage, ich habe ehrlich gesagt keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Und ich weiß, es ist kein Winterfrostschutzmittel. Ja, das sorgt nicht dafür, dass das Wasser nicht einfriert, sondern es sorgt dafür, dass das Wasser nächstes Jahr meine Folie nicht so arg stresst oder über den Winter. Ich habe halt eine leichtere Reinigung. Das ist zumindest das, was ich auch glaube und was ich zumindest auch soweit sagen kann. Daher, ich habe jetzt zwei verschiedene. Ich will einfach mal in die Kamera halten. Ich verlinke dir das alles, wie gesagt. Ich dosiere das jetzt so, wie es auf der Anleitung steht. Ich mir gerade mal kurz einen Messbecher. Ups, Entschuldigung. Bevor wir jetzt gleich an Winterschutzmittel gehen, natürlich, selbstverständlich, das Wasser hat einen optimalen Wert. Das heißt, ich bin jetzt, glaube ich, auf 7,1, 7,2 mit dem pH-Wert. Und beim Chlor, ich habe jetzt dieses Jahr keine Stoßchlorung gemacht. Das heißt eigentlich, man soll ja Stoßchloren. Ich will das dieses Jahr aber nicht machen, weil ich glaube, ich habe jetzt im Frühjahr diesen Jahres 2020 sowieso grünes Wasser gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so viel bringt. Und wenn ich jetzt über den ganzen Winter den Chlorgehalt sehr hoch habe, dann glaube ich, ziehe ich aus der Folie auch sehr viel Weichmacher. Ich kann es nicht genau sagen, ich teste ja nur. Und nächstes Jahr, wenn wir es aufmachen, können wir zusammen ja schauen, ob sich das, ob es was gebracht hat oder verändert hat. Ich weiß es nicht. Ich werde also dieses Jahr jetzt keine Schockchlorung machen. Na super. Mist. Verdammt. Naja gut, das ist gar nicht so schlimm, weil mit das Wintermittel müssen wir sehr gut verteilen, weil die Pumpe ist ja jetzt aus, habe ja keine Zirkulation mehr. Ich hätte jetzt die Teichpumpe tatsächlich ja, nutzen können, aber gut, die ist weg. Daher brauche ich eh so einen Stab und wir können das jetzt nachher schön durchrühren, dass sich das gut vermischt. Also ich muss die Szene mitgucken. Ich habe jetzt überlegt, wie ich die kürzer mache oder rausschneide, aber ich kann das nicht rausschneiden. Ich muss das jetzt mitgucken. Das war tatsächlich echt Faulheit. Ich habe gedacht, komm, lass das Wasser einfach laufen. Unten ist eine kleine Schraube, die man normalerweise aufmacht. Hatte ich dann vergessen und aufgrund des ganzen Zeitproblems immer mal wieder. Die Geräusche, ich finde das Ding ist so schwer. Mit dem Wasser und dem, in dem Fall ist ja noch Filterglas in dem Kessel drin. Komme ich ja in einem anderen Video noch dann dazu. Ne? Ey, zieh dir das rein. Ich kann das echt schwer rausstellen, weil das echt mega witzig ist. Wie ich mir da einen unnötig abbreche. Ja, wie kriegst du das Ding jetzt wieder da raus? Gell? Sehr unpraktisch. Wie kriege ich das wieder da raus? Ich konnte das jetzt nicht rausschmeißen, echt. Der Arm, das hat auch echt wehgetan. Ne? Das sind ja 50 Kilo plus Sand, das da wirklich auf dem Arm lassen. Das ist wie bescheuert. Ja, ganz schlau. Dann habe ich so eine Schüssel geholt, als ob ich noch nie den Pool eingewintert hätte und komme da nicht rein. Ja, passt halt nicht. Ne? Dann habe ich so eine kleine Schaufel geholt aus dem Sandkasten. Hätte ich das mal von Anfang an gemacht. Ja, ich habe es dann rausgeschüttelt und am Ende hat es natürlich dann irgendwie geklappt. Aber ja, also ich wollte es nicht wegschmeißen und ja, viel Spaß weiterhin. Das Video ist jetzt auch dann bald fertig, versprochen.
Wie lange brauchst du, um deinen Pool winterfit zu machen? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal in die Kommentare. Also ich habe jetzt 5,5 Stunden gebraucht dafür am Samstag. Und ja, bin gespannt, was du dazu schreibst. Schade, dass ich jetzt keinen Randreiniger hatte, da habe ich jetzt wirklich nicht mehr drüber nachgedacht. Aber unabhängig davon, ja, gucken wir mal, wie sich das auf nächstes Jahr auswirkt im Frühjahr. Und genauso war es mit dem Chlor. Ich habe jetzt da nicht nochmal explizit eine Stoßchlorung gemacht, muss aber dazu sagen, das Wasser war jetzt einwandfrei, der pH-Wert war gut, Chlorwert war relativ niedrig. Dazu das Video, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, auschecken Wasserhygiene. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt besser oder schlechter durchkomme. Wintermittel habe ich drin, das eben auch nochmal, um das Wasser zu stabilisieren, damit sich das nicht in die Folie so absetzt. Aber ich bin gespannt. Abonniere mich, dann kriegst du es auf jeden Fall mit. Ich melde mich dazu wieder. Und danke für die ganzen Technikräume, die ihr mir geschickt habt, die Bilder, das ist richtig viel. Dazu auch noch ein Video und ein Blog-Eintrag. Das auch alles demnächst hier auf dem Kanal bei TomTut. Dann war's das. Und jetzt mache ich wirklich Feierabend. Das war TomTut. Bleib hart am Gas.